Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und ja, ihr hört es wahrscheinlich schon direkt. Ich bin ein bisschen erkältet schon wieder mal. So unfassbar. Was heißt erkältet eigentlich? So Husten und so habe ich gar nicht, sondern halt Schnupfen, Action. Also Nase verstopft. Muss die ganze Zeit niesen. Bisschen Kopf- und Gliederschmerzen. Aber halt nur so ein bisschen. Deswegen spielen wir weiter. Ja, verzeiht mir, wenn das jetzt komisch klingt. Ich werde doch versuchen, so wenig Folgen wie möglich aufzunehmen. Einfach, um dann wieder Folgen zu haben, wo ich nicht verschnupft klinge. Ich habe schon versucht, mich ein bisschen zu dopen wieder mit, wie heißt's? Nasenspray. Aber hilft auch nur so mittel. Tut mir leid. Müsst ihr jetzt durch auch. Oh. Aha, und durch dieses Eisen müssen wir auch durch. Wie bisher. Dankeschön. Ja, Tag 41. Oh, wollen wir schon mal? Wir können eigentlich schon direkt raus wieder, ne? Ist gleich 4 Uhr. Dauert ja eh immer auch ein bisschen der Aufstieg hier. Und dann müssen wir, wir haben zu tun immer. Was sagen denn unsere Eisenvorräte jetzt? 19. Schon mal gar nicht so übel. Kommt, wir machen mal schon mal. Machen wir schon mal Scrap draus. Weil wir müssen ja unsere. Ist die falsche. Da wollen wir hin. Unsere Spike-Wand, Spike-Graben-Dings. Seht ihr, hätten wir eigentlich auch nochmal... Naja, werden wir sehen, wie viel Eisen wir übrig haben, wenn unsere Spikes fertig sind. Ob wir vielleicht schon mal die Mauer erhöhen können wieder ein bisschen. Ich habe mir ja auch wieder sagen lassen, wie doof ich mich angestellt habe. Zu Recht. Ist ja auch klar, mit der kleinen Mauer, dass ich da ein bisschen hätte rumrennen sollen, damit die nicht alle an einer Stelle sterben. Aber... Naja, ihr kennt mich. Ich bin nicht so der überlegte Typ. Doch, eigentlich schon... Naja, mehr so mittel. Mal, komm, sie, komm, sah. So, raus, raus. Lass mich raus. Ich will raus. Bingo, Bongo, da sind wir. Tja, Ausdauer leer und der Zombie-Mann kommt. Reicht trotzdem, Kumpelblase. Ja, wir brauchen Baumstämme, Holz. In der Reihenfolge. Und wir brauchen Gunpowder. 130 ist echt nicht so viel, ne? Wie viel Pistolenmuni haben wir? Auch sehr wenig. Weil ich habe mir das ja überlegt, dass wir lieber mehr Shotgun-Muni als Pistolen-Muni haben wollen. Aber ein bisschen Pistolen-Muni brauchen wir halt trotzdem. Aus dem einfachen Grunde auch, um die Leute von weiter weg abzuschießen. Wenn die, ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eins zu hoch. Ist ja noch da. Ich dachte, ich hätte den weggeklatscht hier. So, jetzt aber. Voll nicht aufgepasst, ey. So, rinnen und zu und weiter rinnen. Und ach, hier ist ja immer noch offen. Hätten wir vielleicht auch schon mal zumachen sollen, wa? So, das ist nicht so richtig viel Baumstamm. Holz geht. Das kann da rein. Das kann hier rein. Wollen wir vielleicht schon mal... Haben nicht mehr so richtig viel Zement. Können wir schon mal ein paar machen, wa? Wie ging das? Genau so. Genau so. Da nämlich. Zement. Ach so, haben wir nur noch mal ein bisschen. Na, ist egal. Wir werden noch mehr brauchen. Habe ich beschlossen. Ach so. Machen wir so. Legen wir die Steine erstmal weg. Wieder. So, einmal völlig nutzlos rumgewurstelt. So wie ihr es gerne habt. Ein paar Pistolenmuni machen wir uns aber. Ja. Wie viele denn? 130 haben wir. 9 mm Bullets. Wollen wir 50 machen? Dann können wir noch 80 Shotgun-Muni drauf. Das ist alles nicht viel, Leute. Das ist nicht viel. Das wird ganz furchtbar. Und noch richtig furchtbarer wird es, wenn wir nicht so langsam anfangen mit Holz fällen hier. Zack. Raus die Maus, rein, das Schwein. Zählt es schon? Ist es schon ausgewachsen? Weiß ich nicht. Bei Siedler 3 konnte man das immer schön erkennen. Da haben sich die Bäume erst bewegt, wenn sie ausgewachsen waren. Also vorher waren sie einfach nur Bilder.
sozusagen. Und dann, wenn sie ausgewachsen waren, haben sie gewackelt. Das war auch der Kopierschutz übrigens. Habe ich gehört. Dass die Bäume einfach nicht ausgewachsen sind. Du konntest zu den Anfang des Spiels konntest du mal schön spielen. Aber die nachgepflanzten Bäume sind nie ausgewachsen. Die sind eine Stufe vorher hängen geblieben. Und dann hattest du irgendwann kein Holz mehr. Großartig. Ich finde sowas ist gut. Also, so ausgefallene Kopierschütze, großartig. Die dich halt erstmal so ein bisschen spielen lassen und dann sagen, hast du jetzt davon. Das mag ich gern. Mag ich lieber als irgendwie gar nicht erst spielen können. Also, vom Prinzip her ist mir das egal. Weil ich kaufe meine Spiele. Bin ja auch erwachsen, kann mir das leisten, alles. Aber ich mag das, wenn sich Leute Mühe geben. Und Sachen schön machen. Und witzig. Ich finde das sowas so witzig dann. Und dann die Leute da stehen und denken, bäh. Irgendwo, irgendein Spiel war auch noch. Da war es auch ganz witzig. Aber ich weiß nicht mehr. Wo ist denn jetzt hier der Tolz hingefahren? Hier hinten. Weil der in Salto Mortadella gemacht hat, der Baum. Du machst keinen Salto Mortadella, aber 5 Öl. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. So haben wir das gerne. So, während der fällt, können wir den hier wieder. So minimieren wir das kaputt gemacht werden Risiko. Genatzt und doppelt genatzt. Cool. Potato Seed brauchen wir nicht. Müssen wir alle fällen? Ja, wir fällen einfach alle. Wenn wir gerade so schön dabei sind, ist ja auch noch 6 Uhr morgens. Ich glaube, wir brauchen noch einiges an Woodlock Spikes und Holz auch zum Aufwerten. Wobei Holz haben wir knapp 500 erstmal noch. Die müsste fast reichen. Na, werden wir mal sehen, wa? Ich bin am überlegen, wie rum wir es jetzt machen. Ich habe ja eben gesagt, wenn unsere Woodlock Spike Farm fertig ist, dann können wir noch gucken, ob wir die Mauer aufgewertet kriegen, also ein bisschen erhöht. Aber andererseits können wir auch einfach nur einen dritten, drei Spikes ziehen, oder nicht? Bin gerade unschlüssig. Was uns mehr brächte. 3 Reihen Spikes oder eine Reihe Mauer noch? Hinten müsste noch irgendwo Baum liegen, ne? Siehst du? Weiß es nicht. Und ich kann jetzt auch wieder schlecht sagen, ich warte, bis ihr was sagt, weil die Folge hat gerade erst angefangen. Und die nächste wollte ich auch gleich noch mit aufnehmen. Wie machen wir das jetzt, vor Schreck? Ich glaube, unsere Mauer ist wirklich ein Mokelchen. Wir brauchen eine höhere. Kann ja keiner. Guck mal, kann ja drüber spucken. Nee. Ich meine, gut, wir haben jetzt in entgegen der. Nee, haben wir gar nicht. Scheiße. So, und jetzt säen wir neue Bäume. Das war ein bisschen dicht. Was macht uns nichts? So. Ein schöner Wald. Sehr gut. So, voll abgewaldet hier. Oh, lecker. Bitte. So. Okay. Kartoffeln. Guck mal, Blueberries. Ja, komm, wir ernten mal die Kartoffeln. Ich glaube nämlich, wir müssen auch wieder Dings bumsen. Neue Suppe kochen. Ach,
da fällt mir ein, wir können uns ja die Hose selber bauen. Trottel, shit. Jetzt ein. Ja, na gut, machen wir noch zwei Kartoffeln kaputt. Ein Bär! Hey, das ist ja Balu der Bär. Wie kommt denn der Kerl hierher? Wo bist du? Rechts von mir, da hinterm Berg. Ach, da ist er ja. Wo ist mir zu weit weg? Das machen wir nicht. Verschwenden wir nicht unsere gute... Ach, Mann. Apropos verschwenden. Wer kam eigentlich auf die Idee, den Graben hier schräg zu ziehen? Ist doch doof. Es klang jetzt nochmal dichter dran. Blöberik. Das war falsch. So, das war auch falsch. Zweimal daneben gesetzt. Supi pupi. Supi pupi. Machen wir nochmal. Das üben wir noch. So. Und schon wieder daneben. Du verarscht mich doch, Herr Blueberry. Gleich haben wir alle Blueberries, die wir gepflanzt haben, wieder daneben. Pff, nö, mach ich nicht. Ich gehe nun. Ach so. Brauchen wir noch was? Warum? Hier, machen wir den Jack hier. Weiß gar nicht, wie unsere Maisvorräte drinnen aussehen. Wollen wir mal ein paar mitnehmen wieder? So. So, und dann pflanzen wir auch gleich wieder welche an. Und zwar zweimal, ne? Wie viel haben wir abgepflückt? 3 oder so. Und dann pflanzen wir 8 neue und dann haben wir mehr. Wenn das kein guter Plan ist, weiß ich es auch nicht, Leute. Mehr ist nämlich immer mehr. Ja. So, und jetzt gehen wir erstmal rein und gucken mal, wie wir ihn kochen und essen. Und ich sehe auch gerade, wir sind verhältnismäßig hungrig. Every day I'm hungering. Schwubbeltiwubbel. Alle Höppchen. Sehr gut. So, gib mal so eine Suppe. 17. Sehr gut. Eat. Irgendwer hat unsere Taschen ganz schön voll gemüllt. Das können wir, die können da rein. Und die können wir splitten und dann einen wieder drauflegen. Dann haben wir hier 10 und dann splitten wir das. Und legen dann noch 2 drauf. Ja. Und dann können wir nochmal 10 Bärensuppe nachstricken. Ist das nicht herrlich? Ich finde das schön. Ich mag meine Bärensuppe, Bärensuppe, Bärensuppe. So. Beautiful. Beautiful. Achso, wo wir gerade hier sind, können wir noch das Moldy Bread wieder weglegen. Lebt dann wohl Moldy Bread? Und dann können wir Wutelagespeaker machen. Jetzt hätte ich natürlich, naja. Ist ja, oh, 100, ne? Ja, das sollte dann erstmal reichen. Haben wir noch einen? Ja. Ammo-Box. Hier kommt das rein und das und das. Das brauchen wir hier gleich nochmal. Müssen wir eigentlich noch ein Buch kaputt machen. Und das Öl kommt hier rein. Guck mal, haben wir schon wieder 9. Ist auch was wert. Und ja. So und so. Und das tut schon. Raus hier wieder. Und rein in den Graben. Wie machen wir es? Am besten so, wa? Dann kommen wir hier nämlich wieder raus. So, immer 3, damit wir nicht... Findet ihr, das ist ein guter Plan? Ich finde schon. Ich glaube, das funktioniert ganz gut so. Ist halt jetzt ein bisschen monoton und ich muss mich ein bisschen konzentrieren, da ich nicht wieder hoffnungslos zu viel aufwerte hier. Aber... Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn jetzt Leute kommen, ne? Dann stehen wir hier drinnen. Und können nicht weg. Aber, naja. Sind schon mit ganz anderen Sachen fertig geworden. Ah, seht ihr, da ist Dings fertig. Machen wir hier 1. Padabing. Und dann shoot. Huch, daneben. Was? Nee, falsch. Warte.
Hat dich doch da glatt nicht richtig reingeklickt, wa? Sonst. Aua, ah. Unangenehm, das sticht total. Jetzt blutet es auch so ein bisschen. Oh Mann. Ja, ich habe sogar hier an meinem ersten Schnupfentag, habe ich von den, das waren ja Nieser, ne, sage ich euch. Pschium. Da habe ich Nasenbluten gekriegt, so ein bisschen. Meine Nasenwand nicht ausgehalten, die Drücke. Ich bin da eh ein bisschen anfällig für Nasenbluten. Aua, ah. Also heutzutage geht's, aber als Kind war ganz schlimm. Da hatte ich teilweise ewig und drei Tage Nasenbluten. Da habe ich Taschentücher durchgeblutet, sage ich euch. Da war was los, ey. War ich auch extra beim Arzt. Und da habe ich dann so ein Spezial-Schwammzeug bekommen. Da hat man dann mal so ein kleines Stückchen abgerissen und sich das in die Nase gesteckt. Und das hat dann super krass aufgesogen und gleichzeitig blutungsstillend gewirkt. Und das war krass. Also, da habe ich auch völlig ohne Vorwarnung, habe ich einfach losgeblutet. Das ist eine meiner Mathe-Klausur. Saß ich da, hab so mein Mathe-Heft aufgeschlagen gehabt und hab so geschrieben, halbe Seite vor und plötzlich flatsch, riesen Blutfleck drüber. Naja, muss ich dann nachschreiben. Ja, und einmal, kennt ihr noch, also weiß ich gar nicht, ob Kinder das heutzutage noch machen, aber damals war das gang und gäbe, gemein zueinander zu sein, ne? Und da gab's ja dieses... Halte mal die Hand vors Gesicht und wenn deine Hand größer ist als dein Gesicht, dann hast du Krebs, hat man gesagt. So, und dann sagte das einer zu mir und ich hielt mir die Hand vors Gesicht und dann schlug der mir von vorne auf die Hand. Und ich mit meiner Nase, ne, fing natürlich sofort an zu bluten wie ein abgestochenes Schwein. Also wirklich, das ist nur so rausgesprudelt. Der hatte die Angst von seinem Leben, der dachte, der hätte mir die Nase gebrochen oder sowas. Das war gut, fand ich richtig gut. Also tut ja auch nicht weh, so ein bisschen Nasenbluten, ne, es blutet halt einfach. Ist ja nicht so... Jetzt hat man sich geschnitten und dann die ganze Zeit, Sondern, mögt ihr das eigentlich überhaupt, wenn ich so viel über Blut spreche? Könnt ihr überhaupt Blut hören? Oh, ich kann doch kein Blut hören. Tja. Ist dann halt, ja, wenn ihr kein Blut sehen, hören könntet, dann werdet ihr hier nicht im Zombieland Let's Play unterwegs. Bitte euch. Aber Zombieblut ist ja auch nochmal was anderes als echtes Blut. Als echtes Blut. Fake Blut. Wenn man Zombie wird, geht das echte Blut weg und man kriegt nur so Ketchup in die Adern. Ja, so ist das. Ja, was sagt unser Eisen ist bald schon wieder leer. Das, Heidenei. Über 500 Eisen hier reingesteckt dann gleich wieder. Wir sind gerade mal über halb rum. Schon krass busy. Das Ding ist, ich kann jetzt hier nicht halb aufwerten und dann später wieder zurück, weil wir kommen hier schlecht ans Aufwerten dran. Dann stecke ich mich hier wieder auf die Kante, versuche aufzuwerten, millimeterweise und dann falle ich runter. Und dann schimpfe ich wieder. Das will ich nicht. Dann höre ich lieber auf und gehe nochmal... Boah. Eisen sammeln. Wenn es leer ist. Oh oh. Oh oh. Lauf, Finn, lauf. Ich sagte lauf, nicht bleib stehen. Ach so, sind nur Leute. Ja, bei so Schritten weiß man immer nicht, ne? Sind das jetzt Hunde oder sind es einfach viele Leute? Aber es sind einfach nur viele Leute. Die dürften uns auch gar nicht bemerken, wenn wir hier uns einfach rumtreiben, hinter der Wand. Aber irgendwas müssen wir machen. Wir können hier nicht rumstehen. Kommt, dann machen wir derweil nochmal ein bisschen Gravel. Können doch hier nicht einfach rumstehen. Wollen noch ein bisschen was schaffen. Sind sie schon weg? Die laufen direkt auf unser Haus zu. Ich finde das frech. Finde ich nicht nett. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben und jetzt muss ich da gleich wieder aufräumen gehen und... Ausdauer ist auch leer. Shotgun-Muni haben wir ein bisschen. Ein bisschen mehr Holz brauchen wir noch. Ein bisschen mehr Holz brauchen wir noch. Jetzt hängen die da wieder und machen die da Goreblocks. Und unsere Spikes schon mal kaputt. Zermürben schon mal unsere Spikes für morgen Abend. Die
Kaka. Da laufen sie ja noch. Ja, aber schon mal nicht so ineffizient. Guck mal, drei Leute schon tot. Brauchen wir alles nicht hier. Liegen die natürlich im Graben, wo ich gleich hinspiken wollte. Das ist natürlich hochgradig unangenehm. Ja, ja, lauft ihr mal da alles schön rein und holt euch eins ab. Ah, guck mal hier. Na, ihr Wichte. Oh, aber doch nicht hier auf der Seite, wo ich doch gleich wieder... Das dauert ja dann auch wieder. Haben die uns... Wir handeln uns ja. So, die stirbt da auch wieder drin. Schön. Du bleib mal da schön drauf auf den Spikes. Nicht da an der Seite. Oh, zählt er wieder runter. Ganz klasse. So, dicker Mann. Nein, fall doch da nicht. Oh, Mann. Dann hat er nicht mal was. Jetzt stieg hier. Schwuppdiwupp, schnell. Oh, die ist auch wieder drin. Ganz, ganz klasse. Genau so haben wir das gern. Schön so, wenn wir hier gerade einen Graben... Weißt, dann kommen die natürlich auch aus der Richtung, wo wir gerade noch nicht fertig sind. Jetzt muss ich erst warten, bis die da wieder zu Goreblocks geworden sind, weil vorher kann man die auch wieder nicht kaputt machen. Wenn die jetzt hier... So. Wenn die hier so hängen. Super. Ganz, ganz klasse. Herr Spiel hat mich heute wieder sehr, sehr lieb. Ich glaube, er hackt. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn da jetzt hier noch einer? Zwei sogar. Der eine kriegt aber. Oh, ja, natürlich. Wieder wie immer schön hinsprinten und dann ohne Ausdauer verkloppen. So machen wir das. Neues Glas jetzt. Wusstet ihr, dass wir auch immer noch mal in unser altes Haus müssen, um die Sachen zu holen? Naja. Eieieiei, das Goreblocks, ey. Das, wo wir so viel Ausdauer haben. Ach, aber wo ich hier gerade auf links unten geguckt habe, wir haben auch gar keinen Buff mehr. Tudulim. 101 Wellness. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal 101 Wellness haben, sind schlimme Sachen passiert. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt drüber freue, über die 101 Wellness. Also vom Prinzip her eigentlich schon. Okay. Aber ein bisschen Sorge habe ich jetzt doch. Okay, ging aber. Guck mal, jetzt ist hier... Ja, habe ich gesehen. Da liegt nämlich noch ein Skelettohr. Oh, konnten wir schon wegmachen. Gut. Dann kommen wir wenigstens so ein bisschen zu weit. Was ist denn da schon wieder los auf der anderen Seite? Mann, Mann, Mann. So, und da sind sie leer, ne? Ja. Wir machen mal noch ein bisschen. Bisschen. Dass wir wenigstens noch ein paar schaffen und dann müssen wir auch wieder eine Mine. Wir brauchen noch einiges an Eisen, wie ich das hier gerade so feststelle. Ich glaube, wir gehen dann direkt auch schon wieder in eine Mine. Halt nicht nur die Nacht diesmal. Manchmal reicht einfach nur nachts in eine Mine gehen nicht, Leute. Ach nee, wir haben doch hier oben auch noch. Mensch, müssen wir gar nicht in eine Mine. Ach komm, den gehen wir direkt holen. Stimmt, wir haben doch tagsüber haben wir doch hier ein oberflächliches Zeug. Mann, 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 wie ich an nichts denke manchmal. So, wo ist es denn? Warte, nicht hier? Guck mal, da ist ein Loch. Nee, das ist es aber nicht, ne? Da hinten. Unsere Höhle, sehe ich doch. Steht unser Name drauf. Seufz steht nämlich drauf. Da ist ein Kriecher. Ey, bemerkt er uns hier? Ich schleiche mich hier ran. Lecker. So. Tu mal lieber, was denn jetzt schon wieder? Noch ein Kriecher.
Mann, Mann, Mann. Leute. So, darf ich jetzt mal hier... Boah, das zieht sich da ordentlich durch. So, es werde Licht. So, hier ist Eisen. Das nehmen wir mit. Aber erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.